Parodontitis und Herz-Herzerkrankungen. Das sind Fragen, die tauchen immer wieder im Forum auf, wo Patienten beunruhigt sagen, du, ja, ich sollte meine Parodontitis angehen, weil ich habe gelesen, das kann Herzinfarkt verursachen, und sind wegen der Diagnose Parodontitis beunruhigt und natürlich, wenn es ums Herz geht, noch einmal mehr. Schauen wir mal, was Google zu diesen Schlagwörtern findet. Ich habe das einmal eingegeben und habe Ihnen das Foto herauskopiert. Ich lese hier: Angst zum Zahnarzt.de. Wissenschaftliche Studien haben gezeigt, dass zwischen Herzerkrankung und Parodontitis enge Zusammenhänge bestehen. Uni Bonn lese ich: Parodontitis, Gefahr für Herz und Hirn. Parodontitis fördert die koronare Herzerkrankung. Zahnärztekammer Nordrhein.de. Die Herzklappe.de. Parodontitis, Gefahr fürs Herz. Und, und. Also ich lese hier von Nachrichten.de bis hin zur Ärztezeitung.de, bis Welt.de. Überall findet man das Thema, und Sie können das ja selber mal probieren, überall findet man das Thema, worum die Parodontitis von wissenschaftlichen Berichten geschrieben wird und dem Bürger so ein Bild vermittelt wird, dass die Parodontitis irgendwie mit dem Herz zusammenhängt. Bevor ich Ihnen nun erzähle, wie die Parodontologie in Österreich groß wurde, möchte ich Ihnen einen Auszug der Cochrane-Datenbank zeigen. Sie sehen das hier. Das ist eine evidenzbasierte Datenbank, wo man Studien daraufhin untersucht, ob sie auch wirklich gut gemacht wurden. Also dort sitzt nicht nur ein Mediziner, sondern dort sitzt ein Mathematiker, ein Statistiker, ein Molekularbiologe, Genetiker und. Und all diese Menschen arbeiten zusammen und schauen sich an und durchforsten die Studien, die auf dem Markt sind, ob die auch nach guten Kriterien aufgebaut sind, ob die auch gut gemacht worden sind, weil Sie müssen bedenken, ich gebe Ihnen jetzt ein Beispiel, wenn ich etwas ausschließen möchte, dann muss ich die Zahl mindestens mit, ich glaube es sind um die 70 Versuche machen, damit ich nur alleine den statistischen Zufall ausschließe. Wenn Sie also sich die Studien so anschauen und dann liest man dort etwas von 2 oder 3 Patienten oder 2 oder 3 Versuchen, dann ist rein mathematisch gesehen der statistische Zufall noch gar nicht ausgeschlossen. Ich will Sie jetzt gar nicht mit solchen Details langweiligen, weil dafür gibt es eben einen Statistiker, der sein ganzes Leben lang sich nur mit mathematischen Analysen, mit dem mathematischen Aufbau von Fragestellungen beschäftigt, damit eben es zu keinen Fehlinterpretationen kommt. Sie sehen an diesen von Cochrane abgegebenen Statement, dass es nur eine Studie gibt, die halbwegs sinnvoll aufgebaut ist, und in dieser einen Studie gibt es keinen klaren Nachweis, weil sie inhaltlich auch ein paar Fehler hat. Und brauchen wir dafür aber Studien? Sie als Laie, brauchen Sie dafür Studien? Wie lange gibt es denn schon Herzinfarkte? Wo sind diese Herzinfarkte und haben das vorwiegend Menschen mit schlechten Zähnen? Das ist so eine interessante Fragestellung, und ich sage da immer dieses Beispiel mit halb Indien und halb Afrika. Sie wissen ja, die halben Afrikaner, die mit unserer Kultur noch nicht in Kontakt gekommen sind, die haben relativ schöne Zähne. Diejenigen, die mit unserer Kultur schon in Kontakt gekommen sind und die Lebensmittel konsumieren, die Karies verursachen, die haben fürchterliche Zähne, haben aber noch nicht so einen Überfluss, dass sie sich so fett fressen. Und nach dieser Theorie müsste also fast halb Afrika unter Herzinfarkten und Herzproblemen leiden. Das Gleiche können Sie auf Indien und also auf den asiatischen Raum ausdehnen. Und dem ist aber nicht so. Wir finden die Herzerkrankungen hauptsächlich in der ersten Welt, das heißt dort, wo die Menschen sehr schöne Zähne haben, wo wir einen Überfluss haben. Diese Erkrankungen, arterielle Hypertonie, Hypercholesterinämie, Hyperlipidämie, Adipositas, das sind alles Dinge, die zu viel des Guten präsentieren, und deswegen heißen sie auch Wohlstandssyndromerkrankungen. Also dieser Zusammenhang ist da völlig konstruiert, und Sie merken auch an Dr. Google, dass
bei diesem Spiel sehr viele seriös erscheinende Organisationen auftreten. Wir lasen die Welt.de und wir lasen die Zahnärztekammern und. Und das machen sie deswegen, weil man damit Geld verdient. Das ist auch der Grund, wieso sie, vielleicht die Älteren unter Ihnen haben das schon bemerkt, wieso sie an jeder Ecke immer häufiger Apotheken finden. Die Anzahl, die steigt kontinuierlich und man müsste sich fragen, sagen wir mal, die Menschen, die müssen ja immer gebrechlicher und immer kränker werden. Das werden sie teilweise auch, aber das hat eben das ist nicht der Grund unserer Lebensweise, weil wir werden eigentlich immer älter, sondern das ist der Grund ist, weil man uns krank reden will. Das soll jetzt bitte nicht heißen, dass wenn Sie eine Parodontitis haben, dass Sie diese nicht behandeln lassen sollen. Jede chronische Infektion, egal ob vom eingewachsenen Zehennagel bis hin eben zu einer Parodontitis, kann natürlich unter gewissen Umständen ein Problem verursachen und man sollte das eigentlich behandeln. Wogegen ich bin, ist, dass man künstliche Konstrukte kreiert, nur um damit abzucashen. Viele Ärzte, die da mitspielen und viele Pharmazeuten, die da mitspielen, die regen sich auf der einen Seite auf, dass die böse Bankenwelt, die böse Politik und überall wird man belogen und betrogen und merken gar nicht, dass sie das in ihrem eigenen Gebiet, in der Medizin auch tun. Es gibt also überhaupt keinen Zusammenhang zwischen den Herzerkrankungen und einer Parodontitis. Und wenn Sie also einen Kollegen hören, der Ihnen das erzählt, dann ist das eigentlich nur eine Angstmache und ist überhaupt nicht seriös. Sie finden zu diesem Thema sehr viele Videos von uns, also wie behandle ich eine Parodontitis richtig. Ich glaube, das Video heißt Parodontitis durch Küssen übertragbar oder wieso der Laser für die Fische ist, wieso ein Antibiotika-Abstrich für die Fische ist. Weil man verwendet dann immer gerne so eine Erkrankung, wenn sie gerade einem Hype unterliegt, also wenn es medial ausgekostet wird, verwendet man solche Erkrankungen gerne dazu, um Geld zu machen, um abzucashen. Und dann kommen also verschiedene Industriezweige hinzu, die Laserindustrie oder die Abstriche anbieten und versuchen dann bei diesen Kuchen mitzunaschen. Und leider finden sich immer wieder Ärzte, die da mitspielen. Und jetzt komme ich zu dem, was ich am Anfang gesagt habe. Ich erzähle Ihnen, wie die Parodontitis zum Beispiel in Wien entstanden ist. Ich war noch junger Student und es gab keine Abteilung für Parodontologie und auf der oralen Chirurgie gab es ein paar aufmüpfige Ärzte, die hatten damals mit einem alten Chef so ihre Probleme und dann kam es zum Zerwürfnis und man trennte sich. Schwuppdiwupp, der eine Arzt, der dort der Redelsführer war, der hatte gute politische Kontakte und die Parodontologie war auf der Uni Wien geboren. Und es wurde dann mit völlig unwissenschaftlichen Methoden, ich war damals, wie gesagt, jung, studierte parallel die Molekularbiologie und als das ein Oberarzt erfuhr, sagte er, du komm und wir haben deine Studie, eine sehr interessante und willst du da nicht mitmachen? Und mich interessierte das natürlich, da ging es um die phototoxische Therapie bei einer Periimplantitis, also bei Entzündungen beim Implantat, bestrahlte man diese Implantate von Schweinen mit einer Laserlampe und wollte da also einen Effekt erzielen. Und ich sah mir diese Studie oder dieses Design an, da reisten damals, ich glaube es waren 5 Uni-Professoren nach Spanien, weil hier gab es Probleme mit der Ethikkommission und dann schnitten sie dort an Schweinen, implantierten Schweine und natürlich wurde gefeiert und gefressen und was weiß ich was. Und kamen dann zurück und präsentierten also diese Papers und ich sage es dann, du, aber das ist komisch, ja, ihr schreibt da von einer Periimplantitis und das dauert eigentlich ein paar Wochen, bis sich eine Periimplantitis ausbildet. Bei euch fielen ja die Implantate schon nach dem 3., 4. Tag aus und der Professor damals, der heute noch tätig ist als Parodontologe, sagte, na gut, weißt du was, machen wir aus den 4 Tagen 40 Tage. So ging das, einfach manipulieren.
Und das Ganze wurde dann auch abgedrückt in Wiener Zeitungen und. Und als junger Student stand man nur daneben und glaubte dem ganzen Spiel nicht. Und Patienten, die in diese Ordis dann kamen, die wurden statt einem Laser mit einer einfachen Halogenlampe bestrahlt, weil der Laser war zu teuer. Und die Leute gingen dann auch wirklich raus und sagten, boah, Falk Spiersch, jetzt geht's besser. Ja? Und das war die Geburtsstunde der phototoxischen Therapie. Und es ist schwer gegen diesen, ich sage einmal, gegen, das ist ein Industriezweig, dagegen anzukommen, weil natürlich haben diese Institute und Apotheker, Pharmafirmen und auch diese, ich nenne es einmal, korrupten Ärzte, viele Möglichkeiten, vor allem finanzielle Möglichkeiten, um sehr laut zu schreien. Aber es liegt an ihnen zu erkennen, dass nicht immer der, wer laut schreit, auch Recht hat. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen alles Gute, wenn Sie eine Parodontitis haben, dann suchen Sie sich einen Parodontologen, der Ihnen keine Angst macht, sondern Ihnen den Weg zeigt, wie Sie sich selber helfen können, weil bei der Parodontitis ist es das Wichtigste, sein Putzverhalten zu ändern, Ihnen die Zahnfleischtaschen dann einmal gründlich reinigt, und da ist es nach wie vor die manuelle Reinigung das Wichtigste, und Sie werden merken, das Zahnleid ist gegessen. Alles Liebe!